Kann das Krankengeld bei Bezug einer gesetzlichen Witwenrente gekürzt werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein Fall aus der Beratungspraxis von rentenbescheid24.de. Eine Mandantin wollte wissen, ob ihre Krankenkasse berechtigt ist, dass ihr gezahlte Krankengeld das monatliche Krankengeld deshalb zu streichen, weil sie auch noch eine gesetzliche Witwenrente bezieht. Dort mussten wir selber, also mussten wir in der Beantwortung der Frage auch erstmal nachschauen, wie da die Rechtslage ist. Und die Juristen sagen immer, bevor man irgendwas sagt, hilft manchmal ein Blick in das Gesetz. Und das haben wir auch getan. Und ich habe einfach heute mal eines der vielen Gesetzestexte mal mitgebracht. Das ist der Eichberger Sozialgesetzbuch Nummer 1 bis 10. Und da habe ich einfach mal in das SGB V, also in das gesetzliche Krankenversicherungsrecht, reingeschaut. Und interessant waren für uns oder ist für uns bei der Beantwortung dieser Frage, ob der Bezug der Witwenrente zur Kürzung des Krankengelds führt, im Wesentlichen drei Paragraphen. Und zwar ist es einmal der Paragraph 49 SGB V. Ja, und da steht drinne: Ruhen des Krankengeldes. Der Anspruch auf Krankengeld ruht. Und dann gibt es so ganz verschiedene Nummern, warum der Anspruch auf Krankengeld ruht. Zum Beispiel, wenn der Versicherte Arbeitsentgelt erhält oder wenn der Versicherte Bundeselterngeld erhält, Bundeselterngeld erhält und so weiter, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld bekommt. In den Tatbeständen ruht das Krankengeld. Hier steht aber nicht drinne, dass das Ruhen des Krankengeldes dadurch ausgelöst wird, dass eine Witwenrente bezogen wird. Das heißt also, Paragraph 49 greift für die Behauptung der Krankenkasse nicht. Dann schlagen wir einfach mal um und gucken in den Paragraphen 50 SGB V und da steht da Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes. Und da wird es interessant. Für Versicherte, die Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, endet ein Anspruch auf Krankengeld vom Beginn dieser Leistung an. Wenn man sich diesen Paragraphen 50 anschaut, findet man auch nichts von einer hinterbliebenen Rente oder einer Witwenrente oder vergleichbarer Leistungen, die möglicherweise darauf hindeuten, dass hier entsprechend ein Ausschluss oder die Kürzung des Krankengeldes rechtlich erlaubt wäre. Das heißt also, Paragraph 50 greift auch nicht. Und dann schauen wir uns nochmal den Paragraphen 51 an und da steht was drin vom Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistung zur Teilhabe. Und dieser Paragraph sagt, Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemindert ist, kann die Krankenkasse eine Frist von 10 Wochen setzen, innerhalb der sie einen Antrag auf Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen haben. Oder erfüllen die Versicherten die Voraussetzung für den Bezug einer Regelaltersrente oder Altersrente aus der Alterssicherung der Landwirte, kann ihnen die Krankenkasse auch wiederum eine entsprechende Frist zur Antragstellung setzen. Steht auch nichts von Witwenrente. Das heißt, die Aussage der Krankenkasse unserer Mandantin ist schlichtweg falsch. Unsere Mandantin kann sehr wohl parallel zum Krankengeld ihre Witwenrente beziehen, denn der Bezug der Witwenrente führt nicht zum Ausschluss des Krankengeldanspruchs, sondern nur in den klar definiert gesetzlichen Fällen. Daher unser Tipp: Wenn sowas kommt von der Krankenkasse, Aufhebungsbescheide oder Ablehnungsbescheide in dieser Art und Weise, immer Widerspruch einlegen, Frist 1 Monat nach Zustellung. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an uns oder an einen Anwalt vor Ort. Ja, Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.